Lebensblüten. Erinnern. Lächeln. Verschenken. Mein Name ist Julia Dobritzberger und ich bin Bestatterin. Mein Name ist Martin Dobritzberger und ich bin auch Bestatter, Vater, Ehemann und leidenschaftlicher Trauerredner. Das Projekt Lebensblüten unterstützen, denn in einem Garten gibt es viele Blüten und die erfreuen einen, weil es etwas Buntes ist und weil es etwas ist, das mich im Leben berührt, wo ich Freude dran habe. Und wenn ich jetzt dran denke, dass eine Lebensblüte genauso etwas ist, wo ich, wenn ich sie höre, eine Freude daran habe, dann ist diese Freude ja eigentlich auch Beziehung, Liebe, Freundschaft, die ich empfinden kann. Und jede Blüte schließt in ihrem innersten Kern die Samen ein, die wieder neu in die Erde fallen und die neue Blüten entstehen lassen. Und so stelle ich mir vor, dass auch die Lebensblüte etwas ist, das auch wenn sozusagen der Mensch in seinen Blütenblättern vielleicht schon gegangen ist, Samen hat, die in mein Leben fallen und dort etwas Neues wachsen lassen. Und deswegen finde ich Lebensblüten nicht nur einen ausgesprochen passenden Namen, sondern auch ein absolut unterstützenswertes und großartiges Projekt. Ich liebe den Spruch, im Garten der Zeit blühen die Blumen der Erinnerung. Und für mich ist einfach auch die Lebensblüte eine Blume, die Verbindung schafft, die Erinnerung schafft, die etwas bewahrt und eine wunderschöne Schatzkiste ist, die man weitergeben kann. Und deswegen ist Lebensblüten für mich ein unterstützenswertes Projekt. Lebensblüten. Erinnern. Lächeln. Verschenken.